Horror. Es ist die Welt der heißen Kisten, der schönen Frauen, von Geschwindigkeit und Gefahr. Es ist die Welt des Kurt Beck. Denn Kurt Beck weiß, was Motorsportfans wirklich wollen. Wenn alle 5 km/h im Schnitt langsamer fahren, ist der Wettbewerb genauso spannend. Okay, aber noch mehr als dass alle ein bisschen langsamer fahren, wollen Motorsportfans einen riesen Erlebnispark mit Achterbahn direkt am Nürburgring. Deshalb hat der Beck seinen Finanzminister Ingolf Däubel auf die Suche nach einem privaten Investor geschickt. Der Däubel hat dann einen seriösen Vermittler in Zürich gefunden, der kannte einen US-Investor und der hat ein Finanzierungskonzept, also das ist's. Ist sicherlich innovativ. Sicherlich, also wäre es das gewesen. Leider konnte der Vermittler dann doch keinen Investor organisieren, stattdessen aber immerhin Damenbesuch für Geschäftskumpels mit Steuergeld aus Rheinland-Pfalz. Ja, und zack, ist die private Finanzierung kraftvoll gegen die Wand gefahren. Aber was soll's? Nach Eröffnung des Parks sollen ja täglich zehntausende Fans kommen. Und mit denen wird man ja wohl 50 Millionen Euro hier in der Region generieren können. Ja, die Achterbahn ist nie eröffnet worden wegen Sicherheitsbedenken und die zehntausende Besucher täglich, ja nun... Nun kündigte Ministerpräsident Beck die Insolvenz an. Ja, aber da kann ja der Beck nichts dafür, wenn der doofe Steuerzahler einfach nicht kommt. Und wenn das jetzt ein paar 100 Millionen Euro kostet, dann ist der Steuerzahler selbst dafür verantwortlich. Die politische Gesamtverantwortung liegt bei mir. Nein. Das war so. Nicht zurücktreten. Und das ist und das bleibt so. Gott sei Dank. Kurt Beck bleibt. Und nächste Woche verraten wir Ihnen, was der Kurt Beck diesem anderen Verantwortungsträger gesagt hat. Geht hin und tut desgleichen. Ja, und das hat der Wobereit dann ja auch prima hingekriegt.